So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Alan Malk. Das Spiel hat mich so irgendwie in seinen Bann gezogen. Die Stimmung und das alles war wundervoll. Da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt gleich noch eine Aufnahme und schieße die einfach mal hinterher, um sich davon ein Bild zu machen. Sicherlich der eine oder andere wird es schon kennen. Wie gesagt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, für mich ist es neu. Ich kenne es persönlich noch gar nicht. Und ja, in dem Sinne, machen wir einfach mal weiter und los geht's. Wir sollten ja jetzt zuletzt in das Auto einsteigen. Madame hat ja schon darum gebeten. Also werden wir das auch einmal tun. Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. Karstucky. Er wartet auf uns. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Alan, danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich. Fahr schon. Ich werde mich schon benehmen. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Audio Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh Gott, ich bin Ihr größter Fan. Das hören Sie bestimmt dauernd, aber ich bin es wirklich. Es ist nett, dass Sie das sagen. Rose, ich suche Mr. Stucky. Carl Stucky. Carl? Ah, oh, natürlich, Mr. Wake. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. Ich habe den Starschnitt vom Buchladen bekommen, aus dem Schaufenster. Und Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut. Gut, dann gehen wir mal diesen Carl Stucky finden. Suchen. Probieren Sie den Kaffee. Aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihm verfallen und Ihnen das Herz bricht, wenn Sie wieder abreißen. Unser Rusty ist kein Mensch mehr. In seinen Adern fließt nichts als schwarzer Kaffee. Das ist gut. Da sind wir schon zwei. So, nachdem wir das geklärt haben, rücken wir mal hier ein bisschen rum. Tu mir einen Gefallen, Kleiner! Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Coconut Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber wir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung! Oh yeah. Ist das dein Ernst? Coconut schon wieder? Das ist einfach widerlich. Und so willst du ein Rocker sein? Unglaublich. Ah. Bitteschön, Nummer 6. Machen wir doch einfach. You put the dime in the coconut, drink them both up. Glaub bloß nicht, dass ich dich nicht im Schlaf ermorde, bloß weil wir Brüder sind. Yeah, das ist mein Lieblingslied. Coconut! Das ist genau mein Ding! Oh ja! Der singt das perfekt. Das war's. Ich bin tot und in der Hölle. Na, haust sie da nicht rein? Mutchen. Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich schaffe das schon, Ma'am. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky finden, den Schlüssel holen und dann nichts wie weg. Die Kellnerin ging mir auf die Nerven, wie alle übereifrigen Fans. Hallo? Mr. Stucky? Carl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie Sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Rechten. Und nach Ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Na, die ist ja auch nicht ganz koscher. Der Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Sehr inspirierend. Und sowas von. Sie haben Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Die hier muss repariert werden. Da muss ich Sarah sagen, dass sie sich um das Licht an der Wache kümmert. Das ist schon zu lange fällig. Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung?
super. Verfluchte Leistung. Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus einer Klinik bei der Cauldron Lake Lodge abgehauen. Sehr vertrauenswürdig. Tschüss, Mr. Wake. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihr Schlüssel! Ja, was für Schlüssel haben wir dann? Das Deiner war echt ein Irrenhaus. Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denk drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay, wir können später drüber reden. Hier ist Pat Main auf KBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht, seit meinem letzten Buch. Und jetzt das Wetter. Es wird eine klare Nacht. Also, ihr Stadtmenschen, riskiert ruhig mal einen Blick nach oben und guckt euch an, wie Sterne aussehen. Hier draußen wird es ziemlich dunkel, aber sie leuchten euch den Weg. Wow, das ist fantastisch, Ellen. Ja, nicht schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drin, bevor es dunkel wird. Ganz sicher? Und ich habe die Taschenlampe. Ich weiß. Ist schon gut. Alice hatte eine Phobie. Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen würden. Ja, das müsste ja machbar sein. Ein kleines bisschen umgucken. Ja, die Aussicht ist ja wunderschön. Was gibt's denn hier noch so Schönes? Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Wenn ich den jetzt schon einschalte, dann tue ich vorgreifen. Nein, wir gehen erst ins Haus. Das Stromkabel führt zu dem Schuppen da hinten. Ja, wirklich? Du bist ja schlau. Komm schon. Ganz schön dunkel da drin. Wir brauchen Licht. Kannst du wieder für Strom sorgen, Liebling? Aber na sicher doch. Im Schuppen ist bestimmt ein Sicherungskasten oder Generator. Ja, im Schuppen ist ein Generator. Halt, untersuchen. Diese Insel war einst Schauplatz einer Liebesgeschichte. Vielleicht würde sie das wieder.
sehr vertrauenswürdig. Knattert, scheppert, aber funktioniert. Die Lichter sind an. Gute Arbeit, Liebling. Ich mache mich frisch und mach's mir bequem. Okay, ich schaue mich ein bisschen um. Na klar, viel Spaß. Es war ein schöner Ort. Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte und schlafen und meine Arbeit vergessen. Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. So, wieder einen kleinen Kontrollpunkt erreicht und jetzt gehen wir mal zurück. Eigentlich wollte ich da gar nicht sein. Stand doch hier vorne. Und da kommen wir nicht rein, da geht's nicht auf. Dann gucken wir uns, was ist denn hier Schönes? Knacks. Ja, ich. Ja, die würde ich auch immer draußen liegen lassen. Jeder gute Haushalt hat eine Axt. Wenn's Brot hat, ist. Oder sonstiges. Alice? Schatz? Auf dem Regal stand ein Schuhkarton mit Büchern von Thomas Zane. Ich hatte noch nie von ihm gehört. Alan, ich bin oben. Ich habe eine Überraschung für dich. Okay. Dann gucken wir doch mal hoch. Also, hallo? Ich bin nicht die Überraschung. Sie ist im Arbeitszimmer. Sieh nach. Okay. Ah, das Arbeitszimmer. Überraschung? Alice. Was soll das? Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich habe gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt, Alice! Du, alle wollen das... Hey, hey, hey! Hör doch mal zu! Es gibt hier einen Arzt, Dr. Hartman. Ich kenne sein Buch. Er hat hier eine Privatklinik, spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst vielleicht... du mich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Alan? Alan! Lass es! Lass es einfach! Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Gott verdammt! Ich wusste, sie würde mir nicht in die Dunkelheit folgen. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Verdammt. Alice! 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 In der Hütte waren plötzlich alle Lichter ausgegangen. Alan? Alan! Wo bist du? Das hört sich nicht gut an. Alice, ich komme! Alles okay, ich komme! Alan! Hilf Was mir! Oh. Oh nein! Immer weiter! Alice? Nach dem Unfall im Auto aufzuwachen war, wie einen Albtraum gegen den nächsten zu tauschen. Ich wusste nicht, wie ich hierher kam. Ich wusste nur, dass Alice etwas Furchtbares zugestoßen war.
Das Telefon war tot. Ich musste zu Fuß Hilfe holen. Na klasse. Das gibt's doch jetzt aber gar nicht. Bei Alice Sachen war ein Buch, The Creator's Dilemma von Dr. Emil Hartman. Das Buch erinnerte mich an meinen Streit mit Alice. Es gefiel mir nicht und der selbstzufriedene Typ auf dem Einband genauso wenig. So, jetzt hangeln wir uns von Stromkabel zu Stromkabel und das war's, oder wie? Die Tankstelle war meine Chance. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. Mist. Tja, das war mein Auto. So, dann gucken wir mal, dass wir die Tankstelle erreichen, irgendwie da runterkommen. Was sicherlich nicht so einfach ist. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure. Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein, war es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. Ja, da wissen wir doch, was jetzt als nächstes auf uns zukommt. Der Axtmörder. Fünf können wir es aufrufen. Ah. Okay. Weiterspielen. So, dann versuchen wir mal zur Tankstelle zu kommen irgendwie. Ich habe zwar noch keinen Plan wie, aber das kriegen wir hin. Bitte, ich hatte einen Unfall. Ja, das ist dem scheißegal, das garantiere ich dir. Du musst im Licht handeln. Die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um ein Telefon zu finden. Wäre ich mir nicht so sicher. Hier was? Nö. Über den Baum drüber. Zack. Und runter. Jawohl. Oh oh. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Hey! Hey, Sie! Wer nicht einmal? Ich hatte einen Unfall. Ich brauche Hilfe. Hören Sie, ich muss... Hütten zu vermieten in... Fahrt! Verdammt! Gold Stucky! Wirklich erfreut! Eine Anzahlung ist erforderlich! Ehrlich und fair! Oh. Ehrlich und fair! Ja, toll! Manuskript heißt? Das ist die Frage. Geh zum Licht. Was wollen wir? Die nehmen wir mit. Müssen wir uns irgendwie durchschummeln.
ist. Ihre Zeit. Das ist der neueste Trend! Ich musste hier irgendwie raus. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Energizer, wir machen Werbung. So, was gibt's hier noch? Ich nehme natürlich mit die Batterien. Ein Helm gegen Kopfschmerzen? Nee. Während Ihres Aufenthalts empfehle ich Ihnen Nordic Walking. Das ist der neueste Trend. Ja, finde ich auch die klasse, Nordic Walking, aber nicht um die Zeit. Der Wirkung ist bewiesen. Sie schlagen also zwei Fliegen mit einer Klappe. Polizeiwache Bright Falls, wie kann ich... Hallo? Und tun gleichzeitig etwas für ihre Charistin. Nicht gut. Ja. Keine gute Idee, keine gute Idee. Nein, gar nicht. Raus da. Es gab noch mehr davon. Au! Nicht von hinten. Das mache ich nicht. Aber nicht von hinten. Der Schädel brummte furchtbar. Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real. Würde ich so sagen, ja. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Was haben wir denn hier Schönes? Das fand ich toll, das finde ich auch schon. Lasse. So. Was haben wir denn hier Feines? Eine Kettensäge. Ja, können wir was schnitzen. Super. Sehr vertrauenswürdig. Müssen wir uns hier irgendwo lang schlängeln wahrscheinlich. Ah, das sind so Pfeile, die wir anleuchten. Okay. Da ist der nächste. Das Licht meiner Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Die machen wir doch gleich mal auf. Geh doch mal von der Kiste runter. Mensch. So. Okay, wir haben jetzt das. Bisschen Munition, die sacken wir ein.
Der dunkle Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Jetzt kommt er mir wieder mit seiner Tankstelle um die Ecke. Wie laufe ich zur Tankstelle? Wo bin ich jetzt hier richtig? Nein, das funktioniert nicht. Nein, das funktioniert auch nicht. So. Noch einmal eine Skriptseite. Sehr schön. Deutsch wieder drauf. Ja. Kauf dich mal eine Düte Deutsch, mir hat es auch gehilft. 1,80 Geld. Wahrscheinlich müssen wir. Nein. Frage, wo lange muss ich jetzt? Ich würde jetzt so gern sagen, oder fast sagen, wir müssen in die Richtung. Und die Tankstelle mehr so in die Richtung wahrscheinlich. Diesen Baumstocken. Warte mal, das können wir vielleicht aufmachen hier. Gut, das nehmen wir mit. Sehr gern sogar. Da jetzt rumgeht. Bei den werden wir wahrscheinlich nicht fahren können. Nö, warum auch? Weil ja Blödsinn. Später an der gleichen Stelle hüpft er immer noch. Halleluja.
zum Teufel war das? Nicht was, sondern wer? Dann ist die Brücke. So. Dann nehmen wir noch eine Runde. Wir müssen an diesem komischen Baum vorbei. Autsch, das war zu tief. Ich bin wirklich der Meinung, das ist Quatsch, da runter zu gehen. Von dem Anwesen sind wir runter. Tankstelle ist in die Richtung. Das heißt, wir müssen an den Baum vorbei. Ich muss an dem Baum vorbei. Das heißt, doch. Nein. Da gibt es natürlich nicht, das ist ein Pizza. Okay, da kommen wir auch nicht weiter. Doch wieder an das Grundstück rein. Ja, nee, ist klar, ne? Baut dann noch ein paar Steine hin und dies und das. Das könnte eine Lösung sein. Jetzt mal hier auf den Baum hopsen. Nein, das war keine Lösung. Auf den Baum. Auf den Baum. Strahl ein bisschen zum Fokussieren nehmen. Ja, toll. Nein, hilft mir auch nicht weiter. Das Gefühl, ich übersehe irgendwas. So, jetzt wären wir praktisch wieder auf dem Anwesen. Jetzt sind hier die Pfeile, wo wir das geholt haben. Alles gut und schön. Hier vielleicht raus? Nö, warum? Ja, ja, Blödsinn.
nix. Nix. Mal hier nochmal. Nichts, was ich irgendwie noch nehmen könnte. Kettensäge lässt er mich nicht nehmen. Ja. Das ist ja eigentlich nur. Der Weg geht ja nur noch hier lang. Bis dahin, da hoch, das klappt sicherlich. Nein, wäre ja auch Quatsch. Dann stockt er hier, dann springt er hier runter. Und da komme ich nicht weiter. Ist jetzt eine gute Frage. Da runterspringen ging nicht, da drauf auch nicht. Geht's nicht weiter. Ich noch mal hier runter. Hier lang. Okay, da haben wir wieder diese Seance. Was zum Teufel war das? Habe ich zu sehr nach dem... Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ja. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Ja, toll. Dann sucht man nach dem Weg und dann... Ja, sieht man halt vor lauter Bäumen nicht. Das kennen wir schon, Funzel zum Fokussieren nehmen, dann fallen wir nicht runter. Gut, jetzt wahrscheinlich wieder rüber. Da hoch. Dann gehen wir mal mit. Okay.
jetzt da reinspringe, dann hat sich das erledigt. Ist da wieder eine Falle. Also hier wird man mit den Baumstämmen ganz schön hinter das Licht geführt, wenn man nicht genau aufpasst. Manuskriptseite, wir sind auf dem richtigen Weg. So, wir müssen jetzt. Moment, uno momento, por favor. Da sind wir gekommen. Naja. Nein. Ja, ich spring rein, natürlich. Tankstelle sind in der Richtung eigentlich. Jetzt erstmal den Weg über den Fluss finden. Das ist erstmal. Boah, da läuft dann ja ein Schauer über den Rücken. Stucky war immer noch dort draußen, in der Dunkelheit. Er verfolgte mich. Halt, was war das? Die sind gut. Das ist gut, sehr gut. Nehmen wir alles mit. So, das speichert und wenn es speichert, heißt es, dann kommt was auf uns zu. Au, von hinten. Das ist. Oh oh. Oh oh. Da jetzt lang, ob du willst oder nicht. Okay. Oh, das könnte dauern. Was für ein Mist, Kastabel!
So richtig habe ich das gerade noch nicht raus. Er stirbt aber bei jedem ein bisschen. Ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Das muss doch irgendwie funktionieren, um durchzukommen. Das war das Rätsels Lösung. Das hätte man noch wissen müssen. So, jetzt haben wir wieder diese ominösen Pfeile. Thank you.
Besessene. Besessene. Das haben wir mitgekriegt, dass hier Besessene sind. Ja, doch. Ist nicht von der Hand zu weisen. So, bis hierhin haben wir es geschafft. Hier gibt es wieder irgendwas. Na, was haben wir denn? Gut, das nehmen wir beides mit. Und an der Stelle würde ich mich erstmal verabschieden. Wir machen hier Feierabend. Ich werde wahrscheinlich noch eine Folge machen. Ich finde das Spiel irgendwie spannend. Vielleicht mache ich sogar ein Let's Play draus. Muss ich mir noch überlegen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und Zuhören. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.